Komm mal, dein Kleifer steht vor einem massiven Tisch und studiert eine Karte. Er runzelt sich stürmisch grimmigen Gesichtsausdruck. Flüchtlinge aus allen Ecken des Dürrwalds, die Dutzende sorgen mit ihrer Besehung für viel Aufruhr. Bei diesem Tempo werden wir doppelt so viele Soldaten in Trutzbucht auf Patrouille schicken müssen. Ja, Trutzbucht steht wirklich im Ärger, hä? In der Bredouille, wollte ich sagen. Er öffnet den Mund, um einem seiner Männer etwas zu sagen, folgt jedoch dem Blick des Soldaten über die Schulter zu dir. Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Du hast das Kommando über die Schmelztiegel? Hier in Trutzbucht. Der Hochrichter steht die Führung unseres Ordens da. Er befindet sich jedoch auf derzeit jedoch auf Burg Flottenbrecher. Meine Aufgabe besteht darin, unsere Streitkräfte in Trutzbucht zu beaufsichtigen und die Ordnung für den Duck aufrechtzuerhalten. Gibt es sonst noch was, was ich für dich tun kann? Erzähl mir über die Schmelztiegelritter. Er verschränkt die Arme hinter dem Rücken. Wir sind die einzige Berufsarmee in Trutzbucht oder im Dürrwald, die sich darum kümmert. Wir verteidigen die Stadt zurzeit von Hadret. Wir verteidigten die Stadt zurzeit von Hadret. Seitdem haben wir unsere Ausbildung verbessert. Doch die Dünnrotstraße kann bestätigen, dass viele unserer Offiziere aus guter Dürrwalder Kampfschule stammen. Wir sind nur dafür verantwortlich, durch die Stadt zu patrouillieren und für Frieden zu sorgen. Bei so vielen Flüchtlingen, die von Land in diese Stadt strömen, ist das wichtiger denn je. Leider haben wir uns damit Feinde gemacht, vor allem unter den Dutzenden und einigen der eher unternehmerischen Familien in Trutzbucht. Was haben die Dutzenden gegen euch? Er staubt. Das sind die Magogen und Unruhestifter. Sie vergessen, dass Trutzbucht eine der größten Städte der Welt ist und nicht irgendein Außenposten an der Grenze. Ja, das ist die Hauptstadt des Dürrwalds. Die meisten von ihnen sind Söldner an guten Tagen und den Rest der Zeit Straßenschläger. Ja, das haben wir auch mittlerweile gemerkt, auch wenn sie gute Absichten haben eigentlich. Nur die falschen Mittel benutzen. Ich muss nicht erwähnen, dass sie keinen Nerv für Gesetz und Ordnung haben. Ja. Erzähl mir von diesen unternehmerischen Familien. Insbesondere das Haus Domene. Sie sind eine der ältesten und edelsten Familien in der Stadt und haben eine Erbin verloren. Und ihre größte kriminelle Organisation. Ihr Patriarch Getmar versuchte einen Vorteil aus dem Aufruhr zu ziehen, um seine Geschäfte anzukurbeln. Wir hatten ihn unter Kontrolle, worüber er nicht wirklich erfreut war. Ich verstehe. Gibt es sonst noch etwas? Warum hast du nicht genügend Soldaten? Fleetbreaker Castle. The High Justice has summoned almost half of my novitiates and more of my justiciars to a keep on the other side of New Haelmar. It's not for me to question the High Justice's orders, but it's left us short-handed. And mark me, we're just a couple sparks away from anarchy. Eine Sekunde lang scheint es, als würde er nichts sagen. Es gibt seine Entschlossenheit jedoch einem Seufzen nach. Burg Flottenbrecher. Der Hohen Richter hat fast die Hälfte meiner Novizen und noch mehr meiner Justiziare zu einer Burg auf der anderen Seite von Neu-Heomir bestellt. In seinen Augen flackert Frust auf. Es ist nicht meine Aufgabe, die Befehle des Hohen Gerichts in Frage zu stellen, doch aus diesem Grund mangelt es uns am Personal. Und wir sind nur ein paar Funken entfernt von der Hierarchie. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich weiß, mit mir umzugehen. Kannst du bei so vielen Neuankünften nicht einfach auf ein weitere Soldaten anwerben? Hör auf, so dramatisch zu sein. Du hast diese Karriere hier ausgesucht. Was ist denn los? Kannst du denn nicht einen Haufen verzweifelter Obdachloser und halbverhungerte Zivilisten im Schach halten? Kannst du bei den Neuankömmlingen nicht einfach weitere Soldaten anwerben? Weitere Rekruten bedeuten gleichzeitig mehr Ausbildung, was mehr Zeit für meine erfahrenen Soldaten erfordert, die ich nicht habe. Er dreht sich halb weg. Egal, ich kann mir nicht vorstellen, wieso dich das interessieren sollte. Doch wenn du Zeit hast, mich darüber auszufragen, dann solltest du vielleicht auch etwas Zeit, etwas Konstruktives tun. Schmiedemeister Dunstan arbeitet mit einer Besinnungsgelehrten zusammen, um etwas zu bauen, das wir als Schmiederitter bezeichnen. Krieger, die durch unsere Straßen patrouillieren können, ohne unter Müdigkeit, Ungehorsam oder Angst zu leiden. Einige Provokateure bewerfen sie mit Steinen. Wir müssen uns aber keine Sorgen machen, denn dass es uns entgleitet. Er hat die Rüstung gebraut, wir brauchen jedoch die Forschungsunterlage der Gelehrten. Leider war sie das letzte Mal nicht anwesend, als meine Lovizen nachsahen. Biana lebt mit dem Rest der Schreiber draußen im Kupferweg. Ich kann die Zeit jedoch keine Soldaten entbehren. Begib dich zum Schreiberschlafsaal und versuche sie zu finden. Wenn du die Forschungsunterlagen findest, bring sie einfach zu Dunstan. Das ist ja sowieso sein Fachgebiet.
Die Besiedlung wird in den meisten Gebieten der Republik toleriert, aber einige Valianer betreiben ihre Forschung lieber in der wissenschaftlichen Gemeinschaft von Trutzbucht. Ich hoffe, sie wurde nicht aus der Stadt verjagt oder noch schlimmer. Sobald du ihm die Forschungsunterlagen gebracht hast, kann er dir jegliche Waffe oder Rüstung verkaufen, wenn du Bedarf hast. Er schmiedet und repariert alle unsere Ausrüstung. Du wirst keinen fähigeren Schmied in Trutzbucht finden. Okay, noch eine Nebenqueste. Aber Schlösser knacken können wir noch. Nur ein Speer und sonst nichts Tolles. Zwei Justikare. Mhm. Okay, das hat sich schon mal gelohnt, nach Trutzbucht zu gehen. Also nach in die Schmelztiegelburg. Trutzbucht ist die ganze Stadt. Nach Trutzbucht mussten wir so oder so wegen Voditscha. Wir können ja mal kurz einen Blick auf die Übersichtskarte werfen. Dorf Dürfurt, das wird unsere nächste große Station wahrscheinlich sein. Hier oben gibt es noch ziemlich viel Waldgebiet, was wir wahrscheinlich noch erkunden müssen. Waldebene Feuerfälle, diese Gebiete, also die beiden haben wir auch noch nicht. Und da ist die Zwillingsulmen. Das sieht aus wie... Ich wollte eigentlich zuerst sagen, das sieht aus wie so ein Druidengebiet, aber da wohnen ja die Glamfantaner. Also die Wilden, die uns hier oben in Zeeland Lys angegriffen haben. Ich hoffe, die sind nur etwas besser gelaunt. Gut. Das heißt, für uns geht es jetzt erst einmal wieder zurück in die nach Farnheim wegen des Dokumentes. Nebenbei, was ich gucken wollte, Festung. Nichts Neues. Wir haben Geld. Wie lange braucht mein 2 Stunden braucht sie noch. Okay. Farnheim. Jo, Farnheim. Das hier war das Sanatorium. Die kann uns nichts Neues erzählen. Ich glaube, ihren Auftrag haben wir aber, oder? Ja, genau. Sie benötigt die Lehrsätze von Kadram. Ältestenarchiv, genau. Aber ich glaube, bevor wir das versuchen, machen wir erstmal die Aufgabe von ihr. Das ist die Parabel von Vale. Ein verlassener Bauernhof, der kommt mir auch bekannt vor. Das müsste diese Pferdekoppel sein, die wir gefunden haben, bevor wir von den Waldmonstern angegriffen wurden. Aber jetzt erst kümmern wir uns erstmal um die Schmelztiegelburg. Guten Tag. Hallo, auch mein geheimnisvoller Freund. In Penheims eine staatliche Versicherung zu zeigen. Ist diese eine staatliche Versicherung echt? Du hast sie unterzeichnet. Er hält die Seite, scheint jedoch durch die Worte hindurchzustarren, als wäre etwas in das Papier eingewebt. Koren lässt seine spitzen Zähne aufblitzen. Ich erinnere mich an Pelhelm, ein eitler V von einem Mann, sein Mund trocken und seine Hände feucht. Seine Hände feucht, als ich ihm sagte, er sei ein Seelennachkommen eines ätherianischen Generals. Eines Generals, der gegen Hadres Rebellion kämpfte. Okay, das ist nicht gut für dich, Kumpel. Er überfliegt die eine staatliche Versicherung. Eine Fälschung, und zwar nicht die erste, die ich gesehen habe. Er gibt sie dir zurück. Aber ich habe keine Zeit für die Ritter und ihre Besessenheit. Bringen Sie seinem Kommandanten Cliver und zeig ihm das Siegel. Er deutet auf das Wachsiegel neben seiner gefälschten Unterschrift.
Wenn er es mit einem anderen vergleicht, würde er den Unterschied sehen. Atlas blickt Tush zu dir. Ein Mann für die Seele verdammen, welche die Götter ihm gegeben haben, das erscheint mir ungerecht. Es ist auch ungerecht. Deswegen wird Hagrim das wahrscheinlich nicht dem Kommandanten melden, sondern er wird mit dem Rekruten ein Wörtchen reden. Die Brustplatte gegen das Dokument. Und ja, das würde sogar, glaube ich, Brenno hier machen, also mein Paladin. Penhelms Gesicht ist bleich. Du hast doch eben mit diesem kleinen Medium gesprochen, oder? Einer meiner Novizen berichtete mir, dass er jemand im Archiv gesehen hat. Er geht langsam einen Schritt auf dich zu, streckt seine Haut aus. Gib mir die eine staatliche Versicherung. Ich habe dir nichts getan. Er legt seine andere Hand nahe seinem Schwertgriff ab. Keine Sorge, ich bin sicher, die Ritter werden dich bleiben lassen, damit du die Latrinen schrubben kannst. Komm, Fluch, du hast immer gedacht, dass du jemand Besonderes. Du seist jemand Besonderes. Bald wird jeder wissen, dass du das bist. Was bedeutet das für dich? Meinst du das ernst? Wir sprechen von meiner Karriere. Ich habe jahrelang dafür geschuftet und alles hängt von irgendeinem Zufall in einem früheren Leben ab. Jeder Dürrwilder, reich oder arm, kann eine Position bei den Schmelztiegelrittern anstreben. Jeder kann in den Rang des Hochrichters aufsteigen, außer jenen, die mit der falschen Seele geboren wurden. Erklär mir, was darin vernünftig ist. Du hast recht, nimm sie. Er nimmt es dir mit zittriger Hand ab. Du weißt gar nicht, wie wichtig mir das ist. Danke, dass du vernünftig geblieben bist. Jetzt tu das gleiche für Osric und gib ihm seine Familienbrustplatte zurück. Er zögert und klammert die eine staatliche Versicherung fest. Ich bin dir sicherlich dankbar, doch Osric hat seine Strafe verdient und dann dich geschickt, um seinen Ärger an mir auszulassen. Warum sollte ich irgendwas für ihn tun? Bist du so in der Vergangenheit gefangen, dass du unbedingt seine Rüstung tragen musst? Er schaut auf der Brustplatte herab. So habe ich es noch nicht gesehen. Er zieht sie aus und übergibt sie dir. Ich hoffe, das verschafft ihm etwas Frieden und vielleicht einen Grund weiterzumachen. Er nickt und geht. Oh, der hat ganz schön viele Jungs dabei gehabt, sehe ich gerade. Sehr gut. Okay, das wäre das. Die Vergessenen. Die Vergessenen warten an der Edelweinbrücke auf Maestus Bakosis Käufer. Oh, das ist die Brücke hier. Also wenn wir das Gebiet verlassen sollten, um die andere Mission zu machen, werden wir über die Brücke zurückkommen. Gut, die Aushöhlung des Dürrwaldes. Achso, so heißt der ganze Titel der Hauptqueste. Eine kurze Verschnaufpause, der alte Wächter, das ist alles, was wir schon gemacht haben. Wir haben schon ziemlich viele Aufgaben abgeschlossen, aber nicht so viele Quests. Was haben wir denn alles? Achso, das ist Archive des Dux, da sollten wir als nächstes hingehen. Die Prüfung von Durens. Genau, Durens. Eine Frage. If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Ich wollte mehr über dich erfahren. Er grunzt. Dein Stab, kannst du mir mehr über ihn erzählen? Durens schaut erst seinen Stab an und dann dich und grinst schief. Kannst du deine Augen nicht davon ablassen, er kichert. Man sagte, Durrell selbst bevorzugte solche verworrene Hitzequelle. Also liegt keine Schande darin. Warum können nur Wächter die Symbole sehen? Sie sind Energie des Verstandes, ein Weg für deinen eigenen Glauben. Er runzelt die Stirn. Das ist schwer zu sagen. Es gab einmal eine Zeit, in der sie heller leuchteten. Aber jetzt, sie helfen mir bei meiner Arbeit. Weil sich die Markierungen für einen Wächter hervorheben... Naja, manchmal jedenfalls geben sie sich zu erkennen. Er runzelt die Stirn. Und manchmal sind sie auch für den Stab blind. Vielleicht ist das ein Geschenk von Magran, dass er sich selbst verbirgt,
wenn jemand danach sucht. Warum sind dann deine Stabssymbole eingeschlitzt? This staff is a history. Axe leave their mark. Some symbols fall into the ash, others blaze brighter. Eingeschnitzt, sagt Doris spöttisch und fügt dann mit fast stolz klingender Stimme hinzu. Dieser Stab ist Geschichte und Taten lassen ihre Spuren darauf zurück. Manche Symbole fallen in die Asche, manche brennen heller. Weshalb? Memory. Meaning. It's same as the memories in your head. Perhaps more trustworthy. Erinnerung. Things done with instinct. They may make lines burning briefly through the wood. Acts devised, planned. That stay with you. Symbols form and tell the story. Erinnerung mit Bedeutung. Er schnappt verächtlich wohl auf seine eigenen Worte hin. Das ist genauso wie die Erinnerung in deinem Kopf, vielleicht sogar noch vertrauenswürdiger. Zufällige Taten, Instinkthandlungen, sie alle hinterlassen Linien und brennen sich leicht ins Holz ein. Ersonnene und geplagte Taten, die bleiben bei einem. Symbole bilden sich und erzählten die Geschichte.